Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ja, ich wollte eigentlich mit dem Destructor im T-Non mal ein paar Runden drehen, im Dreck ein bisschen rumwirbeln. Ich habe dir auch noch ein bisschen was vor, aber leider habe ich festgestellt, dass ja beim letzten Speedrun anscheinend der Regler sich verabschiedet hat. Bedeutet, ich habe den Regler ausgebaut. Es hat kein Gas mehr gegeben, nur noch gelenkt. Das heißt, er hat auch nicht mehr angepiept. Es hat nichts mehr gemacht, außer Lenkung. Gut, also ausgebaut, nichts gerochen. Er riecht nach nichts Verbranntem. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Falls jemand eine Ahnung hat, was damit sein könnte, was damit passiert sein kann, gebt es einfach unten in den Kommentaren rein. Und ja, vielleicht kann man ihn noch retten. Ich werde ihn erstmal behalten. Und habe mir deshalb erstmal schnell als Ersatz einen anderen kleinen Regler eingebaut, einfach um zu gucken, ja, liegt es wirklich am Regler oder an was liegt es eigentlich, ne? Ja, das Ende vom Lied ist, den Regler hat es genauso zerschossen wie den originalen von DF Models, also den, ja, den ich original drin hatte. Was mich wundert, ist es trotzdem, war sicherlich die hohe Belastung. Drauf steht 2 bis 4S möglich. Ich denke aber dadurch, dass ich ihn ausgelastet habe und richtig Vollgas gegeben habe, ja, ist er an seine Grenzen gekommen und das war's. Ja. Will ich ja trotzdem weiter mit ihm fahren und habe mich entschieden dazu, den, ja, zu gucken, wo ich den bekomme. Bei DF Models selber habe ich ihn gefunden, natürlich. Ich will jetzt nicht lügen, aber so um die 80 Euro, glaube ich, kostet der da, 80, 90 Euro. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Habe nachgeguckt, habe überall gesucht und habe ihn dann gefunden, komplett identisch. Das heißt also, ja, alles was dran steht, was drauf steht, sogar die Schraublöcher unten, ist alles genau das, haargenau das gleiche. Ich werde euch gleich nochmal rannehmen, dann können wir den nochmal ein bisschen näher ran anschauen. Für 56 Euro. Und zwar bei Banggood. Ja. Dadurch, dass ich jetzt nicht drauf gewartet habe unbedingt, ich habe ja Urlaub gehabt auch, ist das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, 3 Wochen oder sowas, glaube ich, um die drei Wochen her gewesen, als ich ihn bestellt habe. Und ja. Das wird also das nächste sein. Ich werde ihn hier einsetzen, umbauen, umlöten, alle Kabel, alle Anschlüsse, die hier dran sind, die ganzen Stecker. Und ja, und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Ja, von daher kommt erstmal ran. So, wie ihr sehen könnt, das ist der Originale. Ja, alles, was hier dran steht, da steht auch nochmal dran. Das sind die SC8 RTR. 2 bis 4S Lipo bedeutet, ich kann 2 bis 4S fahren und habe hier den absolut gleichen nochmal, ja, von allen Seiten das gleiche, von unten auch alles. Also wie gesagt, von daher kann ich nur empfehlen, den auf jeden Fall bei Banggood zu besorgen und dann geht das. So, ich werde den einfach nochmal für euch anschließen hier, damit wir sehen können, was das Problem vielleicht war. Hierzu müssen wir alles abbauen. Und zwar müssen wir hier, um an den Empfänger ranzukommen, müssen wir hier den ganzen Kasten abbauen. Also hier den Kasten 2 Schrauben. Und hier die beiden Schrauben lösen kann. Dann hat man das sozusagen, die Achse ein bisschen locker hier, die Lenkung. Und die Lenkung hat natürlich auch den Servo dran. Dann kann man den Deckel abnehmen. Jetzt kommt sowas.
Das ist ja Quatsch gewesen, was ich sage. So. Und dann kommt man auch ja, ein bisschen friedende Arbeit hier mit der Schraube unter der Welle. Nicht so gut gelöst, muss ich sagen. Da muss man sich vielleicht was anderes mal einfallen lassen, dass man da besser rankommt an den Kasten für den Regler, ja. Und für den Empfänger, besser gesagt. So, hier ist der Empfänger. Hier ist das Kabel für den Regler. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz für euch das noch mal anklemmen. Und zwar den alten Motor. Der neue ist ja noch nicht verlötet. So, das heißt, ich werde den hier anklemmen. Alle Farben. Möglichst nicht überkreuzen. So. Regler. Ich werde den jetzt einfach mal rausnehmen hier. Versuchen rauszubekommen. Den habe ich gut festgeklebt. Da ist er. So. Das ist das. Das System hierfür, um den Stecker oder um den Schalter loszulegen, kann man auch ganz einfach hier machen. Da gibt es auch eine Schraube und dann kann man das hier auch lösen. Ja, dann hat man das Ganze eigentlich beisammen hier schon und dann ist hier unten der Schalter einfach nur noch eingeklemmt. So, den nehmen wir jetzt mal raus. Den lasse ich jetzt auch erstmal draußen. Einfach nur, um nicht durcheinander zu kommen hier. So. Ich habe jetzt immer mal zur Ansicht gemacht, dass man immer die Kontakte, die man sieht, immer nach Norden. Also wenn man den Regler vor sich hat und den Empfänger einfach nach Norden machen. Dann passt das schon. So, einfach nur zum Gucken. Wie gesagt, die Welle, der wird eh nicht laufen. Deshalb brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, wo die Kabel sind. Ich klemme jetzt hier einfach mal einen, was habe ich jetzt hier, einen 3S-Akku an. So, Fernbedienung ist an. Und jetzt mache ich den Regler an. Er läuft, also der Lüfter läuft. Aber passiert nichts außer die Lenkung. Ja. Dadurch, dass sie jetzt nicht festgeschraubt ist, kann man es natürlich nicht erkennen. Ja, lenken tut er. Ich werde mich jetzt dran machen und die nächste Zeit jetzt den anderen Regler anbauen. Ja, weil ich hier oben ja alle Kabel noch habe. Ich muss ja überall noch Stromstecker hier oben dran löten und hier die ganzen bunten Kabel für die Steuerung. Und dann, ja, werden wir das einfach mal sehen und dann geht es auch gleich danach weiter, wenn er fertig ist. Ich habe den Regler jetzt hier, ich nehme mal die Fernbedienung weg, man kann das jetzt hier erkennen. Ich habe den Regler jetzt hier eingebaut, habe hier ein DIN-Kabel dran gelötet und habe hier alle drei Steuerkabel verlötet mit den richtigen Farben an der richtigen Stelle. Das heißt, orange hier an der äußeren Stelle, ja, in der Mitte gelb und links blau. Heißt also, jetzt ist tatsächlich wirklich das erste Mal. Ich habe hier den Empfänger auch festgeschraubt, die Empfängerbox wieder festgeschraubt, da müsst ihr aufpassen. Hier gibt es nur einen Ausgang hier drin. Da müssen beide Kabel, einmal vom Servo das Kabel und vom Regler das Kabel, müssen da übereinander gelegt werden. Also übereinander. Ja, dass sie aus diesem einen kleinen Schlitz, der da rauskommt, dass sie nicht an der Welle scheuern, hier an der Kardanwelle. Ansonsten habe ich hier, habt ihr gerade gesehen, den Regler hätte ich hier festgeschraubt von unten drunter. Ja, zwei Schrauben sind hier dran. Ja,
zwei kleine Senkkopfschrauben und ja, und hier oben habe ich hier den, auf der Seite habe ich hier den Schalter wieder angeschraubt. Die Kabel, das sind extra so eine kleine Klemmen hier dran von Haus aus. Da habe ich dann die ganzen Kabel reingeklemmt. Und ja, jetzt geht es eigentlich wirklich darum, das Ganze anzuklemmen. Das heißt, es ist ein bisschen länger geworden, dadurch, dass ich es abgeschnitten hatte von anderen. Ich mache das einfach mal jetzt hier gelb, orange und außen blau. So. Ich habe hier wieder mein 3S-Lipo. Wow. So. Angeschlossen. Aber ihr habt es eben schon gehört, ja. Also, ich habe tatsächlich falsch rum gemacht, den Stecker. Weil der war jetzt auf off eigentlich. Und ist jetzt off on. So. Das heißt, wir werden jetzt wirklich mal das probieren. 1, 2, 3. Das funktioniert. Wow. Also er läuft wieder. Wow. Er ist gerade falsch rum. Tatsächlich falsch rum. Ich muss mal das umklemmen, ist aber auch kein Problem. Ist auch hier zu machen, ja. Einfach hier auf Reverse, hier oben, Throttle. Aufpassen, manchmal fährt er den einfach. Genau. Fährt er einfach los. Und nee, es war schon richtig rum. Da ist der Vorführeffekt immer. Also am besten noch festhalten. Auf jeden Fall funktioniert er wieder. Ja, wie gesagt, wenn einem euch das eingefallen ist, warum der denn nur noch lenkt, ob man den vielleicht reparieren könnte oder ob vielleicht ein Kondensator einfach nur kaputt ist. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mich auch jetzt auch nicht mit befassen. Ist ja nur einfach, falls jemand Ahnung hat, warum, weshalb oder was man da ändern könnte, dann wäre das okay. Dann schreibt es einfach in die Kommentare unten rein. Hier kommt nochmal die Antenne dran. Ja, von daher wird es wahrscheinlich dann demnächst auch ein Video wieder geben mit dem, aber vielleicht mehr im Bashen. Oder eben, was ich da unten noch stehen habe, das sage ich euch noch nicht. Da werden wir sehen, vielleicht klappt das noch dieses Jahr. Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich, ja, erstmal verabschieden, weil ich, wie soll ich das sagen, eine kleine Ruhepause brauche, weil alles, wie jetzt hier ihr seht, wird es bald nicht mehr geben. Ich werde umziehen. Und bin noch nicht ganz, ja, ich weiß noch nicht ganz, wie es danach aussehen wird. Auf jeden Fall wird es anders aussehen und dafür will ich extra nochmal eine Tour machen. Und ja, von daher wird das erstmal jetzt das letzte Video davon sein. Ich hoffe, dass es bald wieder weitergeht. Ich denke mal so ein, zwei Monate noch dieses Jahr und dann wird es dann wieder weiterhin Videos geben. Da geht es auch schon in die Kälte rein und dann mal schauen, was es dann gibt alles. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fleißig dabei und gebt mir Like, Kommentare. Ich freue mich über alles, was kommt. Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Von daher, bis dahin, danke, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.